Positives aus Sachsen-Anhalt. Pfingsten zählt zu den drei größten Festen im christlichen Jahreskalender. Doch reichen seine kulturellen Wurzeln, genau wie bei Weihnachten und Ostern, viel weiter in die Vergangenheit zurück. So vermischen sich jahrtausende alte Traditionen der Vertreibung des Winters und des Herbeisehnens des Frühlings mit christlicher Symbolik. Diese ursprüngliche Bedeutung des Pfingstfestes steht in unterschiedlicher Ausgestaltung im Zentrum der Aktivitäten der zahlreichen Pfingstvereine der Mansfelder Region. Die Vereine aus Alsdorf, Blankenheim, Hergesdorf und Kreisfeld in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grundhelbra haben ihre jahrhundertealten Pfingstbräuche als immaterielles Kulturerbe der UNESCO eingereicht und wurden 2018 in das Verzeichnis aufgenommen. Anerkennung auch für die Bedeutung ihrer Arbeit und die Verwurzelung mit der lokalen Bevölkerung. Gemeinsam ist allen Pfingstgesellschaften, dass sowohl Mitglieder der jüngeren wie auch der älteren Generation engagiert sind. In den Monaten vor Pfingsten bereiten alle Vereine ihre jeweiligen Pfingsttanz vor. Das Nähen der traditionellen Kleidung, das Falten der Schleifen und Wickeln der Girlanden, das Bestellen von Maien beim Förster und die Planungen der Festlichkeiten sind stets Gemeinschaftsaktivitäten. Los geht es mit dem Austragen der Maien im Ort am Pfingstsamstag. Die Pfingstburschen ziehen in Begleitung einer Kapelle von Haus zu Haus, um die Bürger mit der Maie und einem Ständchen zu erfreuen. Diese danken es ihnen, wie man sieht. Der Abend steht dann ganz im Zeichen des traditionellen Schürzenballs. Der Pfingstsonntag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen, gefolgt von einem nachmittäglichen Festumzug mit peitschenknallenden Läufern im Ort. Am Pfingstmontag findet schon ab dem frühen Morgen die traditionelle Waldpartie statt. Gemeinsam mit den Pfingstburschen geht es in den Wald. Eine besondere Spielart dabei ist das sogenannte Dreckschweinfest, das seit etwa 400 Jahren in der Region belegt ist und am intensivsten in Kreisfeld, Hergesdorf und seit einigen Jahren in Annerode gefeiert wird. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Verkleidete und bemalte Dreckschweine verkörpern den Winter. Sie suhlen sich in einem Schlammloch. Hell gekleidete Läufer stellen den Sommer dar. Ihre Aufgabe ist es, mit ihren Peitschen die Dreckschweine zu vertreiben, die immer wieder zurück in den Schlamm wollen. Am Ende siegt der Sommer über den Winter, die Dreckschweine werden vertrieben. Aber da sprechen die Bilder am besten für sich. Bei anderen Vereinen geht es ins klare Wasser, so springen die Alsdorfer in den Fischteich. Musik
Oder die Ziegelröder organisieren ein großes Familienfest mit zahlreichen Attraktionen für Groß und Klein auf der Wasserwiese. Ich brauch keine Meisen doch nicht. Und alle Hände zu kommen. Das ist immer weil es ist Sommer. Und das ist schon am Bein. Ich will singen. Und es tut der Tag heulen, wenn wir träumen. Wir lieben einfach nur Pfingsten. Wir lieben den Pfingsttanz in Sierra Rota. Genau. Das ist genau unser Ding. Supergeil. Stimmt's? Das ist einfach nur supergeil.